Wir sind heute in Heidelberg und schauen mal, was wir mitgebracht haben. Regen und graue Wolken im Überfluss. Wir landen jetzt erstmal ganz entspannt den Neckar entlang. Wir sind jetzt knapp 3 Stunden durch den Regen gelaufen und sind jetzt in Neckarsteinach angekommen. Hier biegen wir auf den Main-Strombergweg ein. Etappe Nummer 7. Die ersten 6 Etappen sind wir schon, ja, ich glaube, letztes Jahr gelaufen. Ja, letztes Jahr gelaufen. Genau, innerhalb von 2 Abschnitten. Und das Witzige ist, dass die erste Etappe direkt in Frankfurt startet. Also ein Abenteuer vor der Haustür. Wir hoffen jetzt auf besseres Wetter auf der Königsetappe und haben die Verlängerung von Heidelberg nach Neckarsteinach gemacht, um eben ein bisschen mehr Training für den Mountainmarsch zu haben. Snacktime! Guten Appetit! Guten Appetit! Der Main-Strombergweg fährt hier direkt über den Neckar über ein Schleusenbauwerk. Das heißt, wir überqueren jetzt die Grenze von hier ist Hessen und hier ist Baden-Württemberg. Und hier ist Matthias. Jetzt seht ihr noch mal einmal die Stauanlage von oben. Und wir sind endlich mal wieder im Wald. Und wir werden jetzt mal diesem Waldweg weiter folgen. Da hinten schlängelt sich jetzt der Neckar, wo wir eben lang gelaufen sind. Und ihr seht, wir sind an Ostern unterwegs. Denn hier blühen überall die Osterglöckchen. Ihr wollt den Main-Strombergweg auch laufen? Dann achtet auf folgendes Symbol. Ja, die erste Hälfte des Tages war jetzt nicht so schön, aber jetzt sind wir wieder in unserem Element. Es hat aufgehört zu regnen, wir laufen hier durch den Wald. Es ist niemand da, wir haben Ruhe, das Vogelzwitschern. Ja, ja. Und jetzt ist es wieder schön. Richtig schön. So wie man sich so eine romantische Wanderung vorstellt. Aber erzählen wir noch ein bisschen was zum Main-Strombergweg. Mhm. Ist ca. 170 Kilometer lang, führt von Frankfurt zum Stromberg im Odenwald. Und wir sind letztes Jahr von Frankfurt nach Neckarsteinach gewandert und machen heute die Strecke von Neckarsteinach nach Sinsheim. Genau. Da waren wir bis jetzt nur im Technikmuseum. Genau. Und wir werden heute Abend die Altstadt von Sinsheim mal sehen. Ja, wir hoffen, dass trotz Karfreitag etwas offen hat, wo wir was zu essen finden. Die Pizza für euch beiden. Pizza kann ich auch nicht nein sagen, also von daher. Ja. Schreibt es in die Kommentare, Team Pizza oder Team Pasta. Es gibt keine falschen Antworten. Zwei riesige Schnecken. Also man sieht auch das Häuschen. Wahnsinn. Ich muss sagen, ich liebe Schnecken. Ich diese ästhetisch finde. Und leider auch teilweise die gleiche Geschwindigkeit an den Tag lege. Es hat wieder angefangen zu regnen. Was für eine Überraschung. Wir laufen natürlich trotzdem weiter. Auf jeden Fall. Und keine Gnade für die Wade. Oh, oh. Und ihr seht, wir haben immer noch gute Laune. Uns kann so leicht nichts unterkriegen. Schaut mal, wo wir durchgehen. Achtung, Lebensgefahr. Ein Golfplatz. Zum Glück regnet es und Golfer sind nicht hart. Im Gegensatz zu uns. Update von Kilometer 27. Es regnet immer noch. Und auch durchaus wieder ein bisschen stärker als vorhin. Ihr seht es an den Brillen. Aber die Regenhose und Regenjacke hält noch gut durch. Kilometer 34, noch circa 8 Kilometer bis Sinsheim. Wird Zeit für eine kleine Rast. Genau. Ein Granola Bar. Wow. Standard. Ja. Aber nicht schlecht. Man läuft jetzt hier rein, umringt von Bäumen. Wir nehmen euch noch mal ein paar Meter mit, damit es geht. Wir haben es für heute geschafft. Juhu. Wie viel hast du auf deiner Uhr? Bei mir sind es 42,38.
Bei mir 41,6. Wir nehmen dein Ergebnis. Wir haben ca. 42 Kilometer heute zurückgelegt. Ja. Start in Heidelberg über Neckarssteinach, jetzt bis nach Sinsheim. Wir sind jetzt kurz vorm Hotel. Genau. Wir werden es jetzt frisch machen und dann noch was essen und melden uns dann morgen nochmal. Genau. Bis dann. Guten Morgen. Wir sind bereit für den nächsten Tag. Wir haben uns gestern Abend noch mit Pizza gestärkt und sind ausgeschlafen. Also zumindest so. Ja, wir sind ausgeschlafen, ja. Genau, haben gut gefrühstückt und jetzt geht's direkt hier aus der Altstadt von Sinsheim weiter. Lauter hübsche Pflänzchen, die uns heute auf den Weg begleiten. Ich hoffe, ihr hört das Vogelgezwitscher. Und nicht zu sehr die Autobahn, die hier in einem Kilometer entlang läuft. Immer starke Winde ist. Und das war die Bauchstation. Der Anfänger macht einmal 5 Wiederholungen. Ja. Was wir euch jetzt schenken, hört mal zu. Ein Moment der Auszeit nur mit Vogelgezwitscher. Ist das nicht toll? Wellness für die Sinne. Da geht's weiter. Ja, wie schön hier die Blüten überall dran hängen. Ganz vorsichtig runter. Und so an solchen Bäumen kann hier stehen. Wir haben hier eben uns mal die Infotafel angeguckt. Die beschreibt, dass das hier alles ein Bannwald ist und ein Bannwald sich ungestört entwickeln kann, weil das Holz nicht mehr genutzt wird und alles so bleibt, wie es ist, und man sieht das auch hier so ein bisschen. Das heißt, es wäre der Urwald von morgen, dass es sich doch jetzt ein bisschen wieder dichter und gesünder aussieht, der Wald. Und da geht es jetzt hoch, das kommt jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht so raus, aber das ist ganz schön steil. Und wenn du jetzt ausrutscht, ja, reißt du mich mit. Du hast alles auf Kamera. Und rutschig durch den vielen Regen die letzten Tage. Das sind die schönen Blümchen. Hier wächst der Pinot Noir. Wir haben nämlich jetzt hier eine gewisse Höhe erreicht und laufen hier entlang der Rheinberge. Erkennt ihr es? So rum. Ja. Wir sind ja immer noch voll auf Ostern. Hier sind die Öhrchen und hier ist der kleine Foto und das ist ein Laugenhäschen. Who you gonna call? Space Bear! Egon und ich haben uns hier diesen wunderbaren Space Bear Snack, ein Würstchen von Wheatie, ausgesucht. Und ja, ist sehr cool, weil der Bär in so einer Rakete ist. Ja. Das werden wir jetzt noch mampfen. Schon so lecker. Schmeckt außerirdisch. Wie schön die Traubenhühner sind. Wir haben Alien-Schleim entdeckt. Das ist ein Reiher. Leider nicht echt. Wir haben 17 Kilometer heute zurückgelegt und sind am Ende unserer Tagesetappe und stehen jetzt vor unserem Hotel. Ja. Von außen sieht es schon mal sehr gut aus. Ja. Hoffentlich hält es das, was es auch verspricht, aus den Fotos vom Buchen.
Guten Morgen. Guten Morgen. Der erste Eindruck vom Hotel gestern hat nicht getrübt. Es war wunderbar. Ja, wir hatten ein super, super schönes Zimmer gehabt. Direkt im Dachgeschoss. Mit so Dachlückenfenstern. Super, super schön. Also es war eine ehemalige Schule. Sehr schön restauriert. Wir kamen so rein ins Zimmer und es hat schon direkt nach Holz geduftet. Und heute Morgen das Frühstück war auch sensationell. Wir haben frisch gepressten Blutorangensaft, Aufstrichen, verschiedene Broten. Super, super lecker. Ja, also sehr schön. Ja. Sehr schöner Start in den Tag. Ja. Und heute scheint auch die Sonne. Das heißt, wir werden heute mit schönem Wetter und einem schönen letzten Eindruck den Fernwanderweg abschließen können. Genau, also wir wandern heute von Österreich-Tiefenbach genau. Bis an den Fuß des Strombergs und dort endet der Wanderweg. Und Julia, genießt du die Aussicht? Ja, besonders die Weite, in die man blickt von dieser Bank aus. Löwenzahn. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Oh, ich glaube, so reicht doch nicht. Aber sehe ich nicht aus wie ein Burgfräulein? Rast des Tages nach bei mir 13,8. Ja. Wir genießen jetzt erstmal unsere Cracker mit Aufstrich. Mit Aufstrich. Die heutige Etappe ist wirklich schön. Führt nicht so viel an der Straße entlang. Das Wetter ist gut. Viel das Grüne. Also besser hätten wir uns für die letzte Etappe eigentlich gar nicht mehr wünschen können. Guck mal hier, wie sich der Regenwurm über den Weg entlang schlingelt. Mich immer wieder so zusammenzieht, um den ganzen Körper nachzuziehen. Ich hoffe, man erkennt jetzt auch so die Farben. Weil der ist hier von ganz dunkel bis ganz hell. Schon faszinierend. Wir mussten stoppen. Egon brauchte dringend Eis. Wir waren alle unterzuckert. Deswegen gibt es jetzt erfrischendes Fruchteis für uns mit Waffeln. Für mich Zitrone. Für mich Mango. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Egon, beides. Die letzten Meter. Wir sehen schon das Ziel in greifbarer Nähe. Das ist jetzt nicht mehr lange. Sieht total idyllisch aus mit den Rapsfeldern, die langsam gelb werden, und wir kommen hier nachher den Weinbergen entlang. Also sehr schöner Zieleinlauf in Anführungszeichen von dem Fernwanderweg. Das ist unser Ziel. Sternfels. Und wir laufen hier durch die Weinberge vorbei an Obstbäumen und Rapsfeldern. Wir sind ganz unspektakulär hier im Ziel. Ihr seht die Kirche von Sternfels. Hier Matthias. Im Hintergrund hört ihr das Dorfleben.
mit zahlreichen Motorradausflüglern. Und hier steht Frankfurt am Main 171 Kilometer. Zu früh gefreut! Oh nein, ich hab keine Lust mehr. Zu früh gefreut. Ja. Also wir haben die 171 Kilometer geschafft. Sind jetzt in Sternfels angekommen, am Ende des Main-Strombergwegs. Aber es fährt kein Bus in annehmbarer Zeit von hier weg. Das heißt, wir laufen jetzt 1,5 Stunden lang zurück bis ins nächste Dorf mit Bahnanschluss. Das ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig von der Streckenführung, dass man in einem, dass man in einer Ortschaft rauskommt, wo da nur einmal pro Stunde maximal ein Bus fährt. Aber 18.04 Uhr in Karlsruhe, oder? Nein, da fährt er ab nach Karlsruhe. Achso, ja. Ja. Ich habe meine Uhr schon wieder gestartet. Ich habe meine durchlaufen lassen. Wir haben es geschafft zur Haltestelle. Es hat sich nochmal gezogen. Wenn ihr die Tour macht und die letzte Etappe lauft, wenn ihr mit den öffentlichen unterwegs seid, steigt direkt in Sulzbach in die S-Bahn. Dann spart ihr euch die 1,5 Stunden Rückweg. Wir warten jetzt auf die Bahn. Genau. Sind dann so in 3 Stunden zu Hause. Ja, leider. Genau. Also, bis zum nächsten Abenteuer. Bis zum nächsten Mal.